Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Elektronik-Reviews. Heute mal wieder etwas mit Bluetooth, und zwar Avantree, wie auch immer, for better experience, ein Multifunctional Wireless Speaker über Bluetooth. Hat Bluetooth, hat FM-Radio und kann mit Micro-SD-Karte bestückt werden und hat auch einen Line-In und einen Kopfhörerausgang. Man kann also auch von außerhalb was einspeisen, nicht funktechnisch. Ja, es gibt es in Englisch, Französisch und Spanisch eine Anleitung. Ja, schau mal einfach rein, weil ich denke, das sagt mehr wie alles andere. Wie witzig hier die Verpackung mit Magnetverschluss. Spielerei. Es gibt eine Zufriedenheitskarte und ein Tester Club Einladung hier. Kann man sich registrieren. Es gibt ein User Manual in Englisch. Und interessanterweise gibt es hier noch ein Blatt Papier extra. Und zwar die Anleitung in Französisch. Also kein Deutsch, kein Chinesisch. Okay. Ich hatte es schon mal ausgepackt. Es ist hier noch in der Folie drin und der Akku ist extra verpackt. Den kann ich euch mal kurz zeigen. Der sieht so aus. Sieht aus wie so ein Standard-Handy-Akku. Wird es wahrscheinlich auch sein. BL5C wird er hier genannt. 1000 mAh. Ja, ist hier so ein Fähnchen dran zum Rauszupfen. Ganz gut, finde ich. So, also. Bluetooth-Koppeltaste, Menü, Mode, Vor, Zurück, Pause, Play. Hier der Volume-Regler, gleichzeitig auch An- und Ausschalter. Der Auxiliary-Eingang, um mit 3,5er Klinke ein Signal da reinzubringen, zum Beispiel bei Audioquellen halt ohne Bluetooth. Der Lautsprecher, Entschuldigung, der Kopfhörerausgang und der Bluetooth, die Bluetooth-Connection, den Akku zu laden. Und hier noch der Micro-SD-Card-Slot. Es ist so ein bisschen gummiertes Feeling hier außen. Das hier ist härteres Plastik und hier ist noch so ein Henkel dran, also es ist ein echter Henkelmann. Und hier oben gibt es noch die Tasten für die Senderwahl, die Senderspeicherung bei FM, beziehungsweise für die Track-Anwahl bei MP3 oder bei der SD-Karte im Prinzip. Ja, müssen wir mal noch genau gucken, was er genau abspielen kann. Eventuell finde ich das ja gerade schnell und fix in der Anleitung. Wir können MP3, WMA und WAV-Files abspielen. Frequency, also FM, ist 87 bis 108. Ja, und er sucht automatisch. Okay, schalten wir das Ding mal ein. Ich darf kein Radio spielen hier bei YouTube, denn sonst bekomme ich Ärger. Also, interessanterweise haben wir jetzt hier einen Radiosender, den wir mit einem normalen Technisat-Radio hier im Internetradio, das auf FM hat, einigermaßen empfangen. Also Empfänger ist nicht der beste. Draußen kein Problem, aber hier drin, ja, ein bisschen verdreht und dann geht es auch. So, und zwar kann man den hier dann auch automatisch suchen lassen, und zwar Auto-Searching. Und wenn ich das dann auswähle und dann, muss ich kurz gucken. Auto-Searching, ah ne, hier geht man hoch und runter. Ich dachte eigentlich, hier sucht man das aus. Mit Mode. Auch nicht. Pfeiltaste. Ah, ne, Entschuldigung, was hier? Ne, das geht hoch und runter. Okay, wie wähle ich jetzt Auto-Searching aus? Interessant. Channel 1, Channel 2. Okay. Müssen wir uns gleich mal noch angucken, wie das hier genau funktioniert. Zumindest kann ich mal hier von Hand starten. Aha, jetzt ist er losgelaufen. Okay, also er
Man muss hier immer weiter drücken. Er läuft nicht ganz alleine durch. Er hat zumindest mal Channel 2 jetzt bestückt. Und jetzt hat er Channel 3 was gefunden. Ich dachte, er läuft komplett von selbst durch. Denken und Wissen sind zwei Paar Schuhe. Gut, also ja, man kann das jetzt durchlaufen lassen und der wird jetzt Radio Salü finden auf 101.7, genau Channel 4. Dann gucken wir auch gerade mal Channel 4. Im Haushalt, wir brauchen mal, dass es umsetzt. Jo, wird wohl Salü sein. Auf 1 hat er den saarländischen Rundfunk. Stark davon auszugehen, dass Genau. es ihn. Also FM-Empfänger nicht ganz so dolle. Wie gesagt, Bluetooth kann man es noch koppeln. Das funktioniert, haben wir schon ausprobiert. Einwandfrei, sie redet sogar hier. Gerade mal. FM Tuner. Bluetooth Mode. Also, schönes Stimmchen. Und ja, das ist im Prinzip mal die kurze Vorstellung des Geräts. Zu erwähnen ist natürlich noch hier das Ladekabel, das noch dabei ist. Und ein 3,5 Klinke auf 3,5 Klinke. Finde ich sehr gut, dass das dabei ist. Dann kann man nämlich direkt hier mit dem Gerät loslegen, das keine Bluetooth-Verbindung hat und hier das USB-Kabel zum Laden. Also noch super Zubehör dabei. Guten Morgen und herzlich willkommen beim Kundenservice der Telekom. Bitte nennen Sie jetzt die Telefonnummer des Anschlusses, um den es geht. Manche glauben, dass der erste Mutant bereits vor Tausenden von Jahren geboren wurde. Er war eine Art Gott und er wird wieder auferstehen. Ihr seid alle meine Kinder. Und FM Tinder. Spiegelpflanzenmargarine auf Knäcke. Hold them like they do in Texas, baby. Hold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. In intuition, play the cards with faith to start. And after he's been... Und das Outdoor-Highlight in der Großregion. Entdecke die faszinierenden Flüsse der Großregion. Und andere tolle Angebote im Saarland. Opel-Auswahl in Saarbrücken und Ingolstadt, Völklingen und unterdächern.de. So, und das ist das Bett. Da schläft man.